Meistens ist es so, dass die Ausstiegswilligen schon eine längere Zeit mit sich hadern, dass die irritiert sind zwischen dem ihren eigenen Idealen, die sie in der Szene hatten, die sie vertreten haben, und den Erlebnissen in der Szene. Dann ist es ja so, dass die sich nicht an ihr Umfeld wenden können, sondern sie müssen diese inneren Konflikte mit sich selbst ausfechten. Und wenn diejenigen dann zu uns kommen, die Ausstiegswilligen, dann ist es oftmals so, dass sie besorgt sind, weil ihr soziales Umfeld wegbricht und sie keine genaue Vorstellung haben, was alles dazugehört, um aus einer Szene auszusteigen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss der Organisationen, die Ausstiegsangebote vorhalten für Personen, die aus der rechtsextremen Szene aussteigen wollen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft nennt sich Ausstieg zum Einstieg, weil das eben ein wichtiger Aspekt ist, dass nicht nur eben diese Menschen aus rechtsextremen Zusammenhängen aussteigen, sondern sie müssen ja auch irgendwo ankommen. Einstieg in diesem Kontext bedeutet Einstieg in die demokratische Mehrheitsgesellschaft mit allem, was dazugehört. Beruflich, Wertevorstellungen und Teilhabe. Also für uns ist Ausstieg ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist, sondern in dem Ergebnis müsste der Klient oder die Klientin in der Lage sein zu reflektieren, warum ist sie in die Szene eingestiegen und was kann sie dagegen tun, dass ihr das nochmal passiert. Die Vorteile, die wir haben, dass wir uns eben in der Bundesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, sind einerseits, dass wir eben dadurch deutschlandweit mit einer Stimme sprechen können. Das heißt, auch gemeinsam mit einer starken Stimme für das Thema Ausstieg und Distanzierung eintreten können, sowohl gesellschaftlich als auch politisch. Andererseits ist ja auch ein Ziel der Arbeitsgemeinschaft, gemeinsame Qualitätsstandards zu setzen. In dem Zusammenschluss der Bundesarbeitsgemeinschaft sollen sich alle Bundesländer wiederfinden mit ihren jeweiligen Projekten. Das bedeutet zum einen, es gibt keine weißen Flecke der Ausstiegsarbeit in der Bundesrepublik. Wir sprechen über ein geschlossenes Netz. Zum Beispiel kann es ja nötig sein, dass ein Ausstiegswilliger in ein anderes Bundesland umzieht. Und dann ist es total sinnvoll, dass die Ausstiegsberatung aus den verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, um den Ausstiegsprozess zu befördern und nicht zu gefährden. Die Ziele und Pläne werden in die Richtung gehen müssen, Öffentlichkeitsarbeit für den Begriff Ausstieg zu machen, Lobbyarbeit im Sinne einer langfristigen und nachhaltigen Finanzierung dieser Arbeit und natürlich auch inhaltlich, wissenschaftlich, empirisch, überprüfbar mit Standards zu operieren, die die Qualität dieser Arbeit nach außen dokumentieren. Wir möchten einen Fachaustausch auch in europäischer oder auf internationaler Ebene führen, um einfach zu gucken, wie arbeiten andere Ausstiegsberatungen in anderen Ländern und was können wir vielleicht auch an Wissen weitergeben an andere Länder. Ein bisschen hat Ausstiegsarbeit immer noch so das Image, na, da beschäftigen sich so ein paar Verrückte mit so Randgruppen, dass das eine hochprofessionelle Arbeit ist, die unverzichtbarer Bestandteil von Rechtsextremismusprävention ist nicht unbedingt in den Köpfen auch der politisch Verantwortlichen bisher angekommen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist gesellschaftlich wichtig, weil wir das Thema Ausstieg und Distanzierung aus Rechtsextremismus deutschlandweit einfach voranbringen wollen, weil wir den Fall haben, dass ganz oft Menschen sich aus irgendeinem Grund halt in rechtsextreme Zusammenhänge begeben. Und in einer demokratischen Gesellschaft ist es einfach wichtig, dass wir ihnen auch eine Chance geben, Fehler, die sie begangen haben, zu korrigieren, einen neuen Weg einzuschlagen und eben auch in unserer Gesellschaft wieder anzukommen.